So, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge Transport Fever. Und wie ihr seht, sind wir immer noch auf der Season 1 Map. Ich bin bislang noch nicht dazu gekommen, die Season 2 zu starten. Vor allem haben wir noch ziemlich viele Baustellen hier offen. Aber was mich natürlich reizt, sind die Mods, weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass ab nächster Woche die Season 2 beginnen wird. Aber ihr wisst, bei mir ist nichts hier safe oder vertraulich. Das heißt, wenn es nächste Woche nicht kommen sollte, dann liegt es daran, dass ich nicht genügend vorproduzieren konnte. Dann seht ihr einfach die Season 1. Aber ich denke mal, Transport Fever möchtet ihr sehen, und wenn ich das so vergleiche mit den anderen Videos, ist das eines der meistgesehenen Projekte gerade, und das gefällt mir natürlich sehr, weil ich habe natürlich, seit Transport Fever draußen ist, auch den ganzen YouTube-Kanal im Grunde auf Transport Fever gelegt, ab und zu noch ein paar andere Games oder auch Livestream-Mitschende, aber da, ja, da schauen wir mal, wie sich's dann weiterentwickelt, aber ich denke mal, dass wir hauptsächlich natürlich bei Transport Fever bleiben werden. Das ist natürlich sicher. So, ich habe mal das HUD ausgeblendet, damit wir mal die Stadt sehen, weil so sieht man nicht viel. Wir haben letztes Mal noch hier die LKWs draufgesetzt. Und ich sehe schon, die LKW, die Häuser bauen sich hier überall hin. Holy shit, okay. Das hier läuft auch sehr schön. Wie sieht es hier mit dem Kunststoff aus? Oh, okay, okay, okay. Warum haben wir so wenig? Wir haben wenig Bedarf. Warum denn das? Wir haben bloß einen Bedarf von 800. Nee, hier muss es nicht hin, das muss hier hin. Wir haben einen Bedarf an. Achso, weil so viel. Mhm. Oh, die Stahlzüge stehen hier schon. Ja, dann müssen wir unbedingt mal schauen, dass wir hier. Ja, das müssen wir auf jeden Fall richten. Das geht so gar nicht. Im Grunde könnte man fast schon sagen, dass wir jede Anlieferung. Oh, dann wären hier 6 Gleise. Das würde mir nicht so gefallen. Aber wir haben ja hier auch Kunststoff und Stahl. Wenn wir Stahl komplett alleine laufen lassen würden. So, das Dumme ist jetzt, er muss hier wieder warten. Das ist echt bescheuert. Das ist mega bescheuert. Ja, wir müssen unbedingt die Kreuzung wegmachen. Der Stahlzug steht so extrem lange. Jetzt kommt da wieder. Ja, okay, jetzt passt's. Oh, oh, okay, was kommt? Jetzt kommt der 40-Tonner. Ja, ich, wie gesagt, wir machen das höchstwahrscheinlich so, dass wir dann, dass wir den Stahl komplett alleine fahren lassen. Weil, ihr seht, mir geht es auf den Zeiger, dass der Zug da warten muss. Das heißt, ich baue jetzt hier einfach mal weiter. Das geht gar nicht. Und das geht nicht, weil weil der Anfangspunkt hier ist. Ne? Dann müssen wir den natürlich auch auswählen. Da muss ich das Signal erstmal versetzen.
So, das ist hier. Ich ziehe es jetzt erstmal bis. Ja, ich ziehe es mal bis hier. Und dann müssen wir schauen, der Stahl. Den Stahl würde ich dann verlegen auf das Gleis. Hier bekommen wir ja kein Gleis mehr rein. Dann würde ich das kurz abreißen. Und würde gerne hier ein Parallelgleis anlegen. Sagen wir mal so, ja, hier ist der Schnittpunkt, aber wir brauchen nicht elektrisch. So, und jetzt müssten wir hier rein. Okay. So, jetzt müssten wir hier rein und hätten dann hier. Machen wir noch ein bisschen runter. 120. Sehr schön, weil dann können wir hier die 120 machen. Halt, das muss jetzt natürlich wieder elektrisch. So, jetzt wird sich die Linie höchstwahrscheinlich schon geändert haben. Genau, und dann müssen wir noch hier eine Weiche einbauen. Das mache ich mal kurz so, indem ich den Rest mal kurz abreiße. Und jetzt müssen wir hier eine Parallelweiche einfügen. Mal schauen, ob das so einfach geht. Da wäre die Krümmung zu groß. Okay. Dann machen wir das doch einfach so und so. Machen hier ein Signal hin und hier ebenfalls. So, weil dann geht die grüne Linie da nicht lang. Okay, gut, jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen. Wir müssen ja noch darüber kommen. Scheiße. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, wir reißen das mal ab und das mal ab und das mal ab. So. Machen das erstmal nicht elektrisch hier. Und dann mache ich hier. Mache ich hier die Weiche rein. Jetzt müssen die Signale in die Richtung alle weg. Und hier. Machen wir eine Einfahrt für 120. So, und das muss jetzt irgendwie hier weg.
Geht das? Okay, Moment, was ist, wenn ich das so mache, ohne anlegen, okay, das ist zu weit hinten. Ach, komm schon, Spiel. Okay, das mag es nicht. Ja, dann müssen wir die weiter hinten setzen. Wenn wir die einfach mal hier hinsetzen. Kommen wir nur auf maximal 103, ist aber schlecht. Okay, warum geht das nicht? Hallo? Ich möchte gerne hier was bauen. Darf ich nicht? Wieso will der das nicht? Das Ganze mal so. Okay, warum will der das so nicht? Was ist da im Weg? Also nichts. Schon wieder ohne gebaut. Hä? Was ist denn da drin? Ich kann doch hier bauen. Und, hä? Warum kann ich hier nicht bauen? Hallo? Ich möchte hier gerne irgendwas bauen, wenn das möglich ist. Nö. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das jetzt nicht möglich? Aha. Also, das muss mir jetzt mal jemand erklären. Das muss mir mal bitte jetzt jemand erklären. Verstehe ich verstehe es gerade irgendwie nicht so. Aber ich glaube, das Spiel muss nicht so wirklich jemand verstehen. Liegt das doch nicht parallel an? Ja, weil es andere nicht geht. Super. Aus irgendwelchen Gründen. Ach, Spiel.
das kommt jetzt auch weg. Denn dafür kommt jetzt hier eine Weiche rein. Können wir weiter hinten machen. Ne, können wir nicht. Warum? Erklär mir das mal bitte einer. Alter. Weil das sonst zu parallel anlegt an der bestehenden Weiche oder warum? Ich verstehe es nicht, tut mir leid. Oh, was ist hier jetzt bitte elektrisch? So, wie sieht es denn jetzt mit den Linien aus? Okay, warum gehst du denn nicht? Ach so, weil du das Signal drin hast, dann machen wir das mal aus. Nehmen wir die ganzen Signale ja auch mal weg. So, du bist was? Du bist Kunststoff. Dann drehst du mal um. So, sehr schön. Unser Beschleunigungssignal, das muss natürlich auch weg. So, jetzt platzieren wir hier wieder unsere Signale im gewissen Abstand. Damit wir hier einen guten Takt hinkriegen. So, wo geht's rein? Hier geht's rein. Machen wir hier mal so ein Signal und hier so ein Signal und hier dazwischen nochmal. So, die kommen auch alle weg. Zabi, es war klar, irgendwann passiert es mir. Irgendwann. Es war mir klar. Nee, echt. Wo war's denn jetzt? Hier. So, hier läuft da jetzt im Grunde nur Stahl drauf. Das heißt, hier können wir den Abstand ein bisschen größer machen. Sind noch die alten Formsignale, aber das muss leider reichen jetzt. Das hier kann auch weichen.
So. Perfekto. Dann nimmst du nämlich das. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier die Kunststoffe.